Wisst ihr, ich habe schon oft erzählt, dass ich ja einen engen Zeitplan habe. Wie soll ich sagen? Ich wollte um 19 Uhr, so halb acht, so ungefähr, Viertel acht, das Video hier jetzt aufnehmen. Jetzt haben wir halb zehn. Und das sieht nicht, dass ich abgelenkt wurde. Ich wurde quasi aufgehalten. Man sagt mal, lasst ihn nicht aufhalten. Genau wie ihr euch jetzt nicht aufhalten lassen sollt, diesen Part zu schauen. Also damit auch willkommen zurück zu Country Returns. Dennoch, ich wurde halt echt wirklich hart aufgehalten. Also, wow. Aber egal, jetzt machen wir, legen wir endlich mal los. White Way. Tatsächlich hatte ich schon mal vor, diesen Part hier aufzunehmen. Aber das hat nicht so funktioniert gestern. Weil für die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, das sieht man auch. Ich sehe etwas fertig aus. Ja. Bin ich auch, weil ich bin auch einfach durch mit der Welt. Nein, es liegt einfach darin, dass aktuell auf der Arbeit mal wieder ein bisschen Stress ist. Mal wieder zwei Azubis, dadurch bin der eine da und nur Autos putzt. Heißt das für mich persönlich, du bist quasi der Werkstatt-Azubi. Und wir haben Rädersaison. Für die Leute, die jetzt nicht verstehen, was eine Rädersaison ist. Eine Rädersaison, das kann man, darunter kann man eigentlich quasi verstehen. Ja, Räderwechsel. Die Leute wollen ihre Sommerräder jetzt loswerden und wollen es für den Winter ausgestattet sein und kommen es nun dementsprechend zu den jeweiligen Betrieb, um die Räder dementsprechend wechseln zu lassen. Damit sie gerüstet sind und okay, danke DK Lake dafür. Auf jeden Fall sind sie dann halt dadurch, jetzt kommen sie natürlich alle zu uns. Und ja, wie soll ich sagen, wenn man nur ein Azubi ist, dann ist das schon leicht anstrengend, am meisten, wenn man halt noch die anderen Azubi-Tätigkeiten nebenbei hat, ne? Ich glaube, jeder Kfz-Azubi oder allgemein jeder Azubi, der in einer größeren Firma arbeitet, oder sagen wir es mal so, wenn ich würde sa nicht sagen, dass mein Betrieb riesig ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass er jetzt wirklich komplett klein ist. Kann ich mich irgendwie umbringen? Das Puzzleteil verpasst, ich Trottel. Wisst ihr was? Ich beende noch mal kurz das Level, wir sehen uns dann gleich wieder. Ach, scheiße, ey. So, jetzt haben wir das Puzzleteil. Meine Fresse. Ich dachte mir jetzt gerade schon, ey, das gibt es nicht. Als ob ich das Puzzleteil verpasst habe. Aber okay, da haben wir jetzt auch endlich mal den Checkpoint erreicht. Und können wir da instant hoch? Ja, nice. Und, oh mein Gott. Alter, war das knapp. Weil ich muss natürlich die Platten entsprechend erstmal runterlassen, damit wir überhaupt weiterkommen. Und dann können wir auch instant hier weitermachen. Aber na, in Ordnung. Dann lassen wir das hier runter, gehen hier rüber, gehen dort rüber, gehen hier hoch. Dann gehen wir dorthin, dann gehen wir dorthin, dann gehen wir dorthin. Fuck, Alter, was? Ich darf es auch nicht laut sein, weil ihr wisst es, wir haben 21, wir haben halb 10. Ich dachte, ich hab die. Auf jeden Fall. Es ist eine. Nach 21, also nach 21 Uhr. Was mache ich da gerade? Und mein Bruder schläft dementsprechend. Das heißt, ich muss ziemlich mich jetzt zusammenreißen. Aber wenn das so weitergeht, werde ich mich ziemlich nicht lange zusammenreißen können. Also ich garantiere dann für nichts. Kann ich den irgendwie auspusten? Geht das? Das habe ich noch nie ausprobiert. Und. Wartet. Ich puste es einfach mal dauerhaft. Passiert jetzt was? Nein, tatsächlich nicht. Okay, dann gehen wir hier einfach mal hoch, gehen dort rüber und dann können wir hier instant normal weitergehen. Und dann geht es eigentlich tatsächlich, geht das ja halt auch selbst mit nur DK. Weil in 200% Modus Freeze nur DK, also es muss ja irgendwie möglich sein, ne? Es ist halt nur dementsprechend etwas schwieriger. Und wir müssen halt unsere Schritte definitiv besser überlegen, weil jeder Schritt, den wir falsch setzen, ist fatal. Aber da wiederum haben wir ein Bonuslevel. Und ich kann euch ja mal kurz erzählen, was heute so los war, also, oder was in letzter Zeit, warum das CKCR wieder eine Weile nicht kam. Es war jetzt nicht lang gewesen, ne? Das Projekt hat immer noch eine Regelmäßigkeit so an sich, aber im Gegensatz zum Anfang ist das schon ein starker Unterschied. Es ist ganz einfach, die Zeit. Davor hatte ich halt nur dieses CKCR-Projekt, weil meine Capture-Card ja eine Zeit lang nicht funktioniert hat, aus meiner eigenen Schuld, weil ich einfach zu blöd war, den richtigen Stecker zu finden. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ist es jetzt halt so, ich habe jetzt halt die ganzen anderen Projekte noch und muss sie dementsprechend halt auch produzieren. Und dadurch geht mir halt Unmengen an Zeit verloren. Wenn ich natürlich mehr Zeit habe, ist das wieder was anderes, aber aktuell ist das halt eher so, ja, kritisch, ne? Wiederum muss ich auch sagen,
Es wird sowieso bald wieder ein Infovideo kommen zu der kommenden Woche, weil ich nehme das hier gerade auch am 9.10. auf. Und sag es mal so, wie es ist. Ich habe wieder Erinnerung. Yep. Ich habe nächste Woche wieder Erinnerung. Dies bedeutet, ich muss Unmengen an vorproduzieren, damit ihr nächste Woche euren schönen Content kriegt. Deswegen ich dementsprechend auch nochmal ein Infovideo raushauen werde und tatsächlich auch noch einen Plan, was kommen wird und wann. Also ich probiere alles so Zeitmanagement-mäßig irgendwie hinzubekommen. Und jetzt haben wir hier was Neues. Tatsächlich Plattformen. Und mit diesen Plattformen anscheinend bleiben die dann stecken. Also die sind dann quasi so gesichert. Also wir tun die quasi entriegeln. Und knappe Sache. Und können dann dementsprechend weitermachen. Aber das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Und nein. Komm, geh nochmal da hoch. Weil ich rede gleich weiter. Jetzt hat. Gut. Auf jeden Fall muss ich halt dementsprechend halt schauen, wie ich das jetzt alles handhaben werde. Ihr werdet definitiv am Ende der Woche, spätestens doch mal am Sonntag, kurz bevor ich in die Innung quasi fahre, werdet ihr nochmal ein Infovideo kriegen zu den ganzen Infos, was, wie, wo, überhaupt irgendwas, wie es an sich ist, dann läuft nächste Woche. Weil das wird definitiv nicht normal und geregelt ablaufen, wie sonst, ne? Aber okay, genug geschwabelt, hätte ich mir gesagt, konzentrieren wir uns jetzt mal auf dieses geile Level. Ich bin darauf ja noch gar nicht eingegangen, tatsächlich, ne? Das ist aber auch irgendwie traurig. Ist mal, to be honest. Aber hey, dafür gibt's ja jetzt den Moment. Auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, nämlich gar nicht mit diesen Plattformen, ist halt wirklich genius und mega geil. Also, no joke. Und hä? Wie komme ich jetzt da runter? Hä? Was ist, wenn ich mich jetzt dranhange? Ja, okay, ich komme da hin. Aber die schießen doch jetzt ins... Oh! Die schießen mich erstmal da hoch. Okay, das geht dann schon wieder ein bisschen näher. Ich hatte gerade so viel Speed drauf, dass ich gerade DK nicht mehr kontrollieren konnte. Dass ich das gerade so überlebt habe, ist ein Wunder. Alter, fuck. Aber hey, irgendwie haben wir es dennoch geschafft. Und dann können wir gleich auf weiter konzentrieren. Und ich glaube, das ist anscheinend schon das Ende. Obwohl, nein, das kann auch nicht das Ende sein. Weil, und es fehlt ja noch das G und ein Puzzleteil. Deswegen, und, oh, da ist das G. Aber wie kommen wir... Wartet, das machen wir jetzt einfach so. Wir gehen das einfach auf die Plattform selbst drauf. Und rollen dann ganz entspannt hier runter. Und irgendwie will ich nicht riskieren, diese Sachen hier einzusammeln, weil ich echt schüsse, dass ich jetzt... What the fuck? Oh, hallo, Puzzleteil. Alter, wie fies. Aber hey, damit haben wir es geschafft. Und dann würde ich sagen, versuche ich das Dicker zu erwischen. Das ist nice. Ein paar Bananen sind immer gut und noch ein paar Leben. Wir haben ein paar verballert den Level. Aber da hätte ich gesagt, da dass die Aufnahme jetzt auch gerade erstmal 11 Minuten lang ist, machen wir doch gleich das nächste Level noch hinten dran, oder? Also ich hätte definitiv darauf Bock. Aber jetzt will ich mal kurz über so ein kleines Thema reden, weil das habe ich schon überhaupt nicht mehr angesprochen. Cranky, den lassen wir jetzt einfach mal ein paar labern, weil, ja, der hat uns schon genug gedisst. Ich glaube, der wird uns spätestens mit 7 wieder dissen. Auf jeden Fall kann ich definitiv sagen, ich habe mir jetzt ein Spiel gekauft, nämlich Yooka-Laylee The Impossible Lair. Das auf Deutsch ist ja die Leine nicht hart scheiße, deswegen spreche ich das gar nicht aus, weil da kotze ich schon innerlich. Auf jeden Fall, dieses Spiel, ich habe es damals schon auf der E3 gesehen und dachte mir so, das sieht schon irgendwie geil aus, ne? Viele haben es auch gehatet tatsächlich. Ich war aber einer, der gesagt hat, das Spiel sieht gut aus. Ist immer no joke. Und diese Vermutung, dieses Bauchgefühl von mir, wird anscheinend nun bestätigt. Und Alter, was ist das für ein Level? Das macht mir definitiv Angst. Bitte sag mir nicht, dass es ein Lorn-Level ist. Oder ein Raketen-Level. Warte mal, ich will erstmal kurz schauen, ob da hinten was ist. Nein, okay. Auf jeden Fall war ich halt persönlich ein Verfechter von dem Spiel. Oder eher gesagt, das Spiel ist auch an sich übel. Sieht ziemlich nice aus. Viele haben es als so ein Country-Fake tatsächlich abgestempelt. Ich glaube, wenn jetzt hier Leute reinschreiben, werden das wahrscheinlich auch tun. Aber ich dachte mir so, hey Leute, ist mal no joke, das Spiel ist von den originalen Rare-Machern und den originalen Country-Machern quasi. Da ist wohl eine kleine Ähnlichkeit nicht gerade so, als wäre das was Verwerfliches, ne? Die haben wir schließlich die DKC-Reihe erschaffen. Und was haben wir denn hier eigentlich? Als ob ich daneben gesprungen bin! Hilfe! Das ist super, wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Wisst ihr, was ich im Plan?
Und... Der Plan ist hier aufgegangen. Suizid. Ich komme! So, jetzt bin ich drin. Meine Güte, ich wusste, dass da ein Bonus ist. Das war so klar. Aber um über Yooka-Laylee nochmal zu reden. Also ich persönlich muss mir das Spiel noch anschauen. Ich habe es mir bis jetzt noch überhaupt nicht angesehen. Ich habe noch nichts dazu gesehen, außer ein, zwei Trailer. Und deswegen bin ich halt definitiv gespannt, wie dieses Spiel sein wird. Wird es so sein, so stark wie Dicker CR sein oder allgemein Donkey Kong Country? Oder wird es halt doch wieder was Eigenes sein, aber was einfach wieder nur genial ist und individuell? Da bin ich halt definitiv gespannt. Aber die Bewertungen in der Presse sprechen sie halt wirklich für sich, weil für ein Indie-Game wird es halt echt gut bewertet. Es hat durchschnittlich, würde ich mal sagen, 80, ich glaube auf Betas Critic 84%. Das ist halt schon wirklich heftig, ne? Deswegen habe ich mir auch überlegt, ob ich dann tatsächlich, während ich in Erinnerung bin, dazu ein Let's Show mache. Natürlich werde ich es dann privat noch durchspielen. Dennoch hätte ich gesagt, ein Let's Show bietet sich dabei schon gut an. Oder was meint ihr? Weil so dieses Spiel vorzustellen, wäre, denke ich mal, wirklich nicht schlecht. Es hätte es auch verdient. Weil es sieht halt wirklich mega gut aus. Und dann wird das zweite Puzzleteil auch sehr nice. Und nun müsst ihr aufpassen. Und tatsächlich, und dicker Lag, erinnert mich dieses Level ein klein wenig an ein Level von DKC. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Digga CTF. Weil, kennt ihr noch in der zweiten Welt dieses Laublevel mit diesen Trompeten, bei denen dann die Blätter immer so hoch und runter gefallen sind? Das erinnert mich gerade irgendwie daran. Okay, dieses Level war weitaus nicht so gefährlich wie das hier. Aber es erinnert mich ein bisschen daran. Ein klein wenig. Und hier haben wir, by the way, ein Herz. Finde ich auch sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal weiter, obwohl die Plattform unter uns einstürzt, wie was ich weiß, und hier einfach alles auseinander kracht. Man merkt auch, in 4K wird dieses Level hier, oder allgemein diese Welt, ist tatsächlich dementsprechend etwas grafikfordernder. Puste, oh mein Gott, Pusteteil, ich wusste, dass eins ist, war so klar. Dann gehen wir da hoch, danke schön, du Trottel. Und dann können wir hier auch instant normal weitergehen. Aber der Soundtrack ist wie immer bombastisch. Also wirklich, DKCR hat so einen geilen Soundtrack wie fast kein anderes Spiel. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und oh. Sorry, Knochengegner. Ich wollte dich zwar schon besiegen und umbringen. Aber auf diese Art und Weise zu töten ist halt auch ein bisschen hart. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Der war einfach nur asozial. Okay, dann tun wir hier pusten. Oh nein, 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 nein. Wurzelteil, dankeschön. Oh mein Gott. Und nein! So, und oh, Hilfe. Und oh, Hilfe. Und oh, oh mein Gott, in 200% Modus wäre ich jetzt schon tot. Und, Junge, was soll das? Warten kurz ab. Und klopf, klopf, klopf. Und runter. Geschafft. Gut. Wenigstens haben wir schon mal das N. Ich würde mich aber tatsächlich sehr gerne über einen weiteren Checkpoint freuen. Weil der ganz nett gewesen wäre. Hätte Fahrradkette, wäre nett gewesen. Ist er aber nicht. Oh Gott, dieses Level. Ich sehe schon. What? Was? So. Alter, ich werde nicht hier durch, Gott sei Dank. Und natürlich sind wir kurz vor dem Checkpoint. Nein. Das bringen die jetzt nicht. Diese fette Kugel da. Und, oh. Wann kriege ich die Gelegenheit dazu, hier durchzukommen? Jetzt. Gut, pusten. Und runter. Oh, Hilfe. Und, nochmal warten. Okay, gut. Kaktus auslösen. Puzzleteil mitnehmen. Durchgehen. So. Alles ganz gechillt. Wir müssen, denke ich mal, jetzt wirklich hier an diesem Level sehr viel Geduld noch beweisen am Ende. Am meisten am Ende, weil man merkt, sie strecken erst leicht. Und wie viele Prozent haben wir? 6 von 7. Gut. Das sieht sehr, sehr gut aus. Bei 6 von 7 und wir haben noch nicht das G. Ich würde sagen, das ist kein schlechter Wert. Was definitiv aber ein schlechter Wert ist, ist er tot. Von Diddy. Oh Mann. Also ich weiß echt nicht, was heute... los ist. Und lol. Hä? Lol? Okay.
Okay, run. Und wartet mal. Das sieht mir da hinten so dermaßen verdächtig aus. Das ist nicht normal. Der ist doch safe. Ein Puzzleteil. Aber nein. Es war das Ziel. Es war das Ziel. Ich hol mal kurz Squawks, aber ich glaube, ich weiß, was Puzzleteil ist. Ach, fuck. Es war doch so klar. Aber okay. Damit haben wir das nun auch abschließen können. Und dann würde ich sagen, ab ins Ziel. Das reicht für den Part heute. Die Aufnahme ist wieder 27 Minuten lang. Mal schauen, wie lang das Video sein wird. Ich denke mal so, ja, plus minus 20 Minuten. Könnte es gut hinkommen, könnte wirklich gut hinkommen. Aber dann würde ich an dieser Stelle auch mal wieder sagen, war's mit dem Part? Ich weiß, der Papa ist etwas ruhiger, weil, okay, wir haben jetzt auch bald 22 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch schneiden werde. Aber ich werde definitiv schauen, dass ich vielleicht das Video gleich an diesem Tag bringen kann. Ich kann aber für nichts versprechen, weil ich brauche echt mehr Schlaf. Ich habe die letzten Tage echt wenig geschlafen und ich brauche mehr Schlaf. Ich brauche eindeutig mehr Schlaf. Aber okay, ich würde sagen, ihr lasst gerne einen langen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Donkey Kong Country Returns. Wenn wir dann weitermachen mit dieser Welt. Zwei Level sind noch übrig, bevor wir, ja, uns dem K-Level stellen müssen. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dann und ciao.